Yeah, voila, da bin ich wieder. Und das ist jetzt der zweite Versuch. Ich habe, wie gesagt, die Waffe schon abgelegt. Bin also bestens gewappnet. Teil nehmen und wegrennen. Oh, da kommt der Psycho. Psycho, 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 Psycho. Oh mein Gott. Okay, geschafft. Oder auch nicht, keine Ahnung, ob er das... Ich habe gar keine Power mehr. Super. Keine Ahnung, ob der mir jetzt überhaupt gar nicht hinterher gerannt ist dadurch. Ich brauche einfach noch ein bisschen Sprintenergie und jetzt geht's weiter. So, mal in den anderen Raum weiter. Schlüssel und Waffe liegt ja da. Ah, das ist ganz gut bisher. Alles gar nicht mal so schlecht. So. Wo geht's denn da noch lang? Ich gehe, glaube ich, schwimme ich zurück? Kann es sein? Ich schwimme falsch, glaube ich, vorhin. Ich schwimme gänzlich falsch. Nochmal zurück. Ich habe gar keinen Sprint mehr. Hallo? Schwimm. Ja, lass es. Das ist nicht so schlimm. Zum Glück kriege ich die Energie wieder zurück. Jetzt habe ich mich doch eben kurz verschwommen. Sorry. Wieder falsch rum. Genau. Und ich muss nach da. In die Richtung muss ich. Ist schon? Nein. Perfekt. Genau. Alles klar. Da liegt meine Waffe. Perfekto mundo. Perfekt. Nehmen wir auch mal gleich. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt im dunklen Areal landen. Das sieht jetzt nicht danach aus. Pff, überhaupt nicht. Mann. Eigentlich nehme ich erst den Weg. Den gruseligeren. Echt gut, da liegt nichts. Du brauchst sie nicht nehmen. Ich meine, du hast bestimmt keine Hand frei, vielleicht deswegen, ne? Hä? Das ist ja eben nicht gemacht. Keine Ahnung. Fragt mich doch einfach nicht. Jawoll, das ist eine Umgebung, die mir... Ja, die mir selbst zusagt. Zumindest von der Ruhe her. Können wir noch irgendwo einbrechen? Paar Leute ärmer machen. Hier kommen wir jetzt nicht lang. Also sind sowohl in der Nähe von Simons Heim. Zum Speichern ist sehr gut. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind tatsächlich nicht mehr weit entfernt. Was ist das für ein komisches Auto? Was für eine Automarke ist das denn? Eine Schrotflinte. Merke ich mir. Aber gut, okay. Das ist jetzt nicht das, was ich bräuchte, weil noch funktioniert der Revolver super. Okay, schade. Ich dachte, man konnte hier auch mal. Ich teste ja natürlich jede Tür ab. Kann sein, dass ich irgendwo einbrechen kann. Außerdem hat man da ja eine tolle Waffe von. Außerdem können die Gegner eh durch jede Art von Wänden da gehen hier. Völlig wurscht. Sieht sonst gibt's auch was. Okay. Mann, meine Nase juckt die ganze Zeit. Scheiß Allergie. Oh ja, es war definitiv eine gute Entscheidung, den Revolver zu behalten. Richtig gut Munition hierfür. Dafür, dass er noch so stark ist.
Eine Spritze kann ich mir merken, falls man sie nochmal bräuchte. Laufen hier noch mehr irre Kinder rum? Ich stell mir gerade mal vor, das sind alles normale Menschen. Ich glaube, man ein Kind zum Spielen an, ihr kommt ein paar Mal um, schießt jetzt einfach erstmal. Oh, mies im Schädel. Das ist eigentlich eine Vergeudung, ich weiß. Aber ich hab davon so viel. Wir sind eh One-Hit. Pam. Eh eine Kugel habe ich noch drin. Sollte ich schon nachladen? Nö, ich bin geizig. Hier noch was? Ja. Oh, geil. Verdammt. Nein. Ich hab so viel Munition. Ich könnte jetzt Dauerfeuer machen. Und das ist jetzt hier Ende, oder? Lade mal sicherheitshalber nach. Das ist mir jetzt gerade mal ein bisschen zu heikel. Hammer. Zeig mir den Hammer. Nahkampf. Faust. Das habe ich. Riecht völlig aus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in das Haus hier. Was? Warum nicht? Okay. Vorhin ist etwa hier, Simon. Tatsächlich. Simon? Simon? Ich hätte mal die Spritze nehmen sollen vorher, oder? Es ist dunkel hier. So. Irgendwie glaube ich, dass hier auch gleich wieder die Action abgeht. Ja, super. Blödsinn. Kriegt man Munition für eine Waffe, die man eigentlich schon lange nicht mehr hat. Hier ist nochmal eine Spritze. 20 ist übrigens Maximum, scheint mir so von dem Revolver. Achso. Alles klar. Da habe ich doch schon wieder was gehört. Ja, bleib da mal ganz ruhig. Bin gleich da. Autsch. Ich habe mich gerade gespritzt. Hätte das nicht. Was? Wo? Huch, falsche Taste. Da. Willst du mich verarschen? Wo ist denn der zweite? Ich höre hier noch irgendwo einen anderen. Na, ganz kurz, Cut. So, bin ich wieder da. Also, will ich noch das andere fliegende Bett erledigen? Ich sehe es nicht wirklich, das ist irgendwo da hinten. Ich muss eh nochmal zurück, glaube ich. Und mir die Spritze da holen, die eine. Da ist sie. Ah! Uncool. Muss ja nachladen. Eigentlich nur zwei Treffer. Oh, da ist noch eins. Okay, gut. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich wieder zurückgehen, aber bin irgendwie gerade viel zu faul. Okay, ich krieg so. Falsche Taste, Mann. War noch nicht zu Hause, glaube ich. Da bist du. Ich habe dich schon gesehen. Und dich habe ich noch nicht gesehen. Doch da. Lauf zu viel aushalten. Sirens. Ah, perfekt.
Ich vertraue dem Spiel nicht, deswegen behalte ich die Taschenlampe mal noch. Perfekt. Sehr schön. Also geht's mir doch wieder gut. Siehst du? Brauche ich nicht nochmal zurückgehen. Hier war doch irgendwo noch ein. Ich habe schon wieder vergessen, wo der Typ war, den ich erschossen habe, den ersten. Da hinten war einer, dann das Bett. Ach, hier war das, glaube ich, oder? Verdammt, ich hab's vergessen. Ja. Das war jetzt aber nicht die Munition, die ich haben wollte. Ach, hier lag er irgendwo. Hm. Kann ich hier rein? Ich muss durch die Garage. Okay. Da sieht mir aber doch die Munition für den Revolver aus. Aber ist egal, dafür ist er da. Um rauszugehen? Nein. Um sie zu nutzen. Also, Simon, du musst einen echt ultra umständlichen Weg zu dir nach Hause nehmen. Warum dauert es immer so lange, bis es wieder hell wird? Muss man vorsichtig sein, der Schein trügt hier öfters. Sturmgewehr, das wäre geil, wenn ich das hätte, ey. Aber die Pistole hat mehr Muni. Okay. Irgendwo noch Munition. Warum hört die Musik auf? Na, ob das Vogelzwitscher ist noch da. Okay. Jawoll. Naja, für den Sturmgewehr hätte ich wahrscheinlich auch nicht viel Muni gehabt. Jetzt hätte ich jetzt gerade mal wieder. Ah, was war denn das schon wieder? So. War das nicht eben. Ach ne, das war keine Revolver-Money, das war Schrot, oder? Die ich eben aufgesammelt habe. Verdammt. Alles Waffen, die ich vorhin erst gesehen hatte. Ich kann mich ja, sag ich mal, einen Schnitt zurückrennen, notfalls, und mir die nochmal besorgen, falls es überhaupt geht. Was? Finally home. Ach da. Mom's okay. Das hat mich gerade die ganze Zeit nur darauf fixiert, ey. Ah, was hat das denn? Ich hoffe, seine Mutter ist okay. Ich bin jetzt gerade. Hier rennen doch irgendwo so eine komischen Typen überall rum. Er hat bisher keine lebende Person hier wirklich gesehen. Doch so eine irre Idee, ey. Na egal, wir gucken einfach mal nach, ob seine Mom okay ist. Mom? Es ist Mom? Dunkel. Mach die Augen auf. Where ah. Are you? Mom? Mom? Gucken, ob Mom irgendwo Munition im Haus versteckt hat. Oder einen Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Ach Mom, du bist doch perfekt. Super. Hm. Ach Quatsch. Nimm ich die. Ich hab doch den Revolver. Was ist jetzt los?
Was ist das für eine Psycho-Welt? Der Part endet hier aber, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Natürlich kein schönen Speicherpunkt. Naja, gut, okay, dann kann ich Kappe da vorne erinnern. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.